Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute schauen wir mal auf verschiedene Möglichkeiten, wie du umsonst Gems bekommst in Clash of Clans. Ich wollte das schon mal länger wieder machen. Vielleicht kennt der ein oder andere das nicht oder vielleicht hat er es ein bisschen verdrängt oder ist sich vielleicht nicht so ganz bewusst, dass es denn unterschiedliche Möglichkeiten gibt, überhaupt hier Gems zu bekommen. Wir sammeln erstmal eben meine Gembox ein. Da fängt er schon gut an, die Beutekarre. Ich bin im Special-Fred-Account, weil hier die meisten Hindernisse sind. Hindernisse sind Punkt Nummer 1. Ich werde euch das auch mal einblenden, was es denn für Hindernisse gibt und was sie denn an Gems bringen. Klar, das meiste ist natürlich die Juwelenkiste, die wir jetzt hier haben. Logisch, die Juwelenkiste ist natürlich super, um Gems zu bekommen. Da bekommst du 25 Stück für. Es kann natürlich immer nur eine gleichzeitig spawnen, das ist das Problem. Allerdings trotzdem würde ich euch raten, okay, so, einmal reicht. Ja, die Juwelenkiste, also wir bauen sie mal ab, bringt 25. Am Anfang hast du 50 Hindernisse in deinem Dorf. Manche Hindernisse spawnen aber nicht nach, wie zum Beispiel die Steine. Dieser Stein oder dieser Stein, die spawnen einfach nicht nach. Das ist natürlich ein Problem. Ist ja halt die Frage, willst du sie abbauen, willst du sie nicht abbauen? In manchen Dörfern habe ich mich dazu entschieden, sie nicht abzubauen. In manchen Dörfern habe ich sie abgebaut. Das muss halt jeder selbst überlegen. Dann gibt es natürlich normale Hindernisse, wie zum Beispiel diesen Baum oder auch, Moment, während jetzt gerade die Gembox fertig ist, ja, hier zum Beispiel Pilz oder auch so ein Baumstumpf oder sowas. Das sind so ganz normale Hindernisse. Laut COC-Wiki kann man gleichzeitig 45 Hindernisse in seinem Dorf haben. Ich bin da immer noch nicht so ganz überzeugt, wie das genau ist. Denn wir sehen das ja hier. Ich habe hier so viele von diesen Spezialhindernissen, dass kaum was von den anderen gespawnt ist. Wir hatten eine Juwelenkiste, wir hatten einen Baum und wir hatten einen Pilz. Das war's. Aber das sind echt gute Sachen, um halt Gems zu bekommen. Wie gesagt, ich blende es mal ein von, im Endeffekt immer 0 bis 6. Es gibt ja immer so eine feste Reihenfolge, wie das abläuft, wie quasi die Gems dann verteilt werden. Das ist wie so ein Zyklus. Und dann bekommst du halt Gems dafür, wenn du was abbaust. Und das ist einfach super. Deswegen würde ich auch echt raten, übertreibt es nicht mit den Special-Hindernissen. Denn sonst spawnt nichts mehr. Das ist in meinem 13er-Account so. Und dann habe ich das Problem, dann kriege ich nichts mehr. Das war auf jeden Fall schon mal Punkt Nummer 1, Hindernisse. Und laut dem COC-Wiki spawnen diese auch alle 8 Stunden. Wenn halt Platz ist, spawnen die Sachen alle 8 Stunden. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir rüber zu Punkt Nummer 2. So, dazu sind wir jetzt in meinem Angriff No-No-Account. Und hier, meine Freunde, ist das auch ganz einfach. Nämlich hier oben, wir sehen schon die 11. Ich habe so viele Sachen, die ich noch ich werde sie natürlich noch ein bisschen aufsparen. Aber die ganzen Errungenschaften, klar. Am Anfang ist es ein bisschen wenig, was du dann an Gems zurückbekommst. Aber du musst überlegen, es ist ja nicht viel, was du dafür machen musst. Ich muss hier zum Beispiel 75 Trophäen sammeln. Ich muss die Clanburg wieder aufbauen. Ich muss mich gegen 10 Angriffe verteidigen. Das ist natürlich gar nichts. Von daher, im Nachtdorf gibt es auch noch ein paar ganz coole Sachen. Deswegen, was sind denn so die Top-Achievements? Es gibt einige Achievements, für die bekommst du 1000 Juwelen oder sogar mal 2000. Wenn du Pokalregion erreichst, dann bekommst du auch was. Das ist auch ganz lustig eigentlich. Das meiste bekommst du, wenn du Champions League erreichst, dann bekommst du 2000 Juwelen. Das ist auch ganz cool. Wenn du die maximale Anzahl an Adler-Devs zerstörst, an Adler-Tilleries, Adler-Devs, bekommst du noch mal 1000, was gibt's denn noch im Nachtdorf? Wenn du im Nachtdorf 3000 Pokale erreichst, bekommst du noch mal 1000 Gems. Das läppert sich halt, ne? Es läppert sich. Das ist eigentlich ganz cool. Und alleine schon, wenn du 1250 Pokale erreichst, dann bekommst du 450 Gems. Und das ist, finde ich, ziemlich cool. Und ich bin jetzt schon bei 900. Das ist so weit weg ist es gar nicht. Hier haben wir übrigens noch einen Baumstumpf. Ich weiß jetzt auswendig nicht, wo ich da gerade bin in diesem Zyklus, bedeutet, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Gems ich bekomme. Der Zyklus stimmt aber. Das stimmt. Moment. Gar nichts. Siehste? Habe ich zum Beispiel jetzt gerade gar nichts für bekommen. Aber das mit den Achievements, finde ich, oder mit den Errungenschaften, das finde ich, ist auf jeden Fall schon mal ganz cool, denn es bringt halt was. Wenn wir aber gerade noch mal einmal hier sind, Errungenschaften, schön und gut, aber Ereignisse bringen manchmal auch was. Aktuell ist das nicht. Oh doch, aktuell ist das der Fall. Ui, aktuell ist das sogar der Fall. Nämlich, wenn ich 3 Superbarbaren oder einen Superriesen oder 4 Schleichkobolde oder 2 Supermauerbrecher benutze, dann bekomme ich auch nochmal jeweils 25 Gems, wenn ich damit 7 Angriffe jeweils gewinne. Das ist doch ganz cool. Kriege ich auch nochmal insgesamt 100 Gems raus. Das ist doch auch absolut nicht verkehrt. Also, das war Punkt Nummer, ich glaube, wo sind wir? Punkt Nummer 3. Wir hatten Hindernisse inklusive Gembox. Wir hatten Achievements bzw. Errungenschaften auf Deutsch.
Wir hatten jetzt die Ereignisse. Das sind coole Wege, mit denen du umsonst Gems bekommst. Ich werde das, lass mich das mal eben noch abbauen. Lass mich mal eben ganz kurz noch den kleinen Fratzer bauen und wir haben die 1 Million fertig. Übrigens, will ich eigentlich jetzt, ja okay, wir packen es jetzt in diese Folge rein. Dann kommt das nicht in die Angriff-No-No-Folge. Wir haben nämlich jetzt was frei. Das bedeutet, ich kann endlich den Bohrer bauen für Dunkles. Da habe ich ein bisschen drauf gespart. So, nach da. Und ich habe schon 24 Dunkles. Yes. Es ist gar nichts. Warte mal, was brauche ich denn aktuell nicht? Das hier. Das kommt da rüber. So, dann gehen wir mal rüber und gucken mal auf Punkt Nummer 4 bei den Wegen, um kostenlos Gems zu bekommen in Clash of Clans. So, jetzt sind wir also in meinem großen Account, wo ich eigentlich auch mal irgendwann... Oh, da ist eine Gembox! Yes, da ist eine Gembox, aber ansonsten, ihr seht das, es ist kein einziges normales Hindernis da und es spawnt auch kein einziges normales Hindernis. Ja, maximal, also Gemboxen, die sind, glaube ich, die spawnen, glaube ich, immer. Wäre auch unfair, wenn nicht, glaube ich. Ansonsten, die anderen Hindernisse, ja, das ist ein bisschen mager hier, da spawnt gar nichts, da gehen mir im Endeffekt Gems durch die Lappen, weswegen ich, glaube ich, mal zum Beispiel so eins von diesen Geschenken mal wegmachen müsste. Vielleicht noch einen von den Glücksbäumen, vielleicht noch mal den ein oder anderen Weihnachtsbaum oder hier so ein Küchlein oder vielleicht noch so ein Feuerwerk. Da muss vielleicht noch mal was weg. Aber wir gucken mal drauf, was gibt es denn sonst noch? Natürlich die Gemmine. Übrigens noch einmal ein kleiner Nachtrag zu den Hindernissen. Die funktionieren im Nachtdorf natürlich genauso. Ne, da hast du auch Hindernisse, da gibt es keine Gembox, aber dafür hast du ja die Gemmine. Und die Gems zählen für beide Dörfer. Bedeutet, das, was wir hier oben sehen, an den Ressourcen, das zählt jetzt nur fürs Nachtdorf, aber die Gems, die zählen einfach mal für beides. Und das, finde ich, ist ziemlich cool. Denn bedeutet, selbst wenn du das Nachtdorf nicht aktiv spielst, und ich gehöre ja tatsächlich auch zu den Leuten, die das Nachtdorf jetzt nicht unbedingt so mega feiern, trotzdem. Es ist immer mal wieder ein guter Weg, um Gems zu bekommen. Und wir gucken mal auf die Gemmine drauf. Die Gemmine produziert 4,8 am Tag. Ich kann allerdings ja auch einmal am Tag noch den Turm hier machen. Der Turm macht, Was war denn nochmal die Schubgeschwindigkeit? Müsste ich mal nachgucken. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich mal eben. Wir gucken das gleich mal eben. Moment, das gucke ich jetzt mal eben nach. Moment. Der Uhrenturm macht alles 10-mal schneller und die Dauer ist beim letzten Update erhöht worden und ist jetzt 30 Minuten. Das ist schon mal ganz cool. Also 30 Minuten lang alles 10-mal so schnell, bedeutet auch die Gemmine. Bringt mir natürlich für meine Angriffe nichts mehr, weil es ja keine Truppenausbildungszeit mehr gibt. Aber für die Gemmine ist das schon ganz cool und alleine so schon 4,8 pro Tag. Das läppert sich irgendwo auch. Na klar, man muss aufpassen, dass man die Kapazität dann einhält, dass es nicht drüber geht, falls man sich echt ein paar Tage mal nicht einloggt. Aber insgesamt muss man sagen, wenn wir jetzt hier mal einen neuen Griff machen, ne? Die Folge darf ja nicht ohne Angriff zu Ende gehen, oder beziehungsweise sie ist ja noch nicht zu Ende. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Moment, da unten ist der Lavawerfer, da gucke ich immer besonders drauf. Dass ich den kleinen Lavawerfer-Fratz mal ein bisschen ablenke. Jetzt ist da irgendwo, ist da doch bestimmt ein Tesla, oder? Ist da irgendwo ein Tesla? Oh, schnell! Nein, sie kam nicht bis dahin. Okay, ärgerlich. Sie kamen nicht bis zur Riesenkanone. Aber gleich hoffentlich. Ja, okay, komm. Schnappt euch noch die Riesenkanone. Ich muss da nochmal immer zünden. Ah, das läuft nicht gut. Das läuft aktuell noch nicht so ganz so gut. Nein, jetzt fliegt ja auch noch. Jetzt fliegt ja auch tatsächlich noch auf den Tesla drauf. Ernsthaft? Jetzt ist das kleine Schweinchen tatsächlich noch auf den Tesla drauf geflogen. So, jetzt aber. Nein, jetzt geht's auf die Luftabwehr drauf. Die Kanone unten ist noch unter Beschuss. Ja, man sieht jetzt schon, es wird nicht ansatzweise für 2 Sterne reichen, weil ich es am Anfang leider mit den Schweinchen ein bisschen verbockt habe. Egal. Das wird... Ja, egal. Wir müssen ja keinen Loot mehr sammeln. Deswegen... Oh, komm, hol noch ein bisschen. Jetzt wird das Ding explodieren und wir kriegen, glaube ich, 45%. Oh, 47. Oh, es war sogar noch mal knapp. Ich möchte natürlich in einem anderen Dörfskin auch noch einen Angriff machen. Was haben wir denn sonst noch für Möglichkeiten? Dafür bin ich extra in diesem Account. Du hast die Möglichkeit, magische Gegenstände zu verkaufen, wie zum Beispiel, was brauche ich denn aktuell mal nicht? Bauarbeitertrank brauche ich, Ressourcentrank brauche ich eigentlich nicht, Forschungstrank, oh, den kann ich sogar abholen. Machttrank weiß ich, den kann ich definitiv nicht, benutzen. Dein Lager für magische Gegenstände hat nicht genug Platz für alle Belohnungen. Überschüssige Belohnungen für 10 Juwelen verkaufen. Ja, das ist nämlich das. Ne? Wenn ich das voll habe, das wird wahrscheinlich auch voll sein. Ja, krieg ich nochmal 10 Juwelen für. Deswegen,
Das ist auch noch ein Weg, wie ihr quasi an kostenlose Gems kommt, wenn ihr magische Gegenstände verkauft, die ihr halt nicht braucht. Das ist zwar traurig, weil du das dann nicht benutzen kannst, trotzdem musst du das leider machen, denn sonst kriegst du ja gar nichts. Also ich sage mal so, lieber 10 Juwelen als dann gar nichts. Wir haben gerade mal überlegen, ich will die Clanburg eigentlich auf keinen Fall locken. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt hier noch einen Drachen hinsetzen, damit wir da ein bisschen aufräumen. Und dann lasse ich mir die Helden für gleich übrig. Die Clanburg ist sehr, sehr weit vorne. Das bedeutet mit etwas Glück, nein, wir brauchen kein Glück. Wir brauchen kein Glück. So. Werde auf jeden Fall da freezen. Und da werde ich auf jeden Fall auch freezen. Da werde ich auf jeden Fall auch einen Zauber draufschmeißen. Okay, der eine Feger ist weg. Der eine Luftfeger ist weg. So, jetzt alle in die Mine rein. Warden. Ja, er hat wieder mal den Felsenwerfer nicht im Radius. Perfekt, wie immer also. Mein lieber Warden. Deswegen sind auch schön fast alle meine... Ja, fast alle meine Loons kaputt gegangen in der Mitte. Aber wir haben es ja schon geschafft. So, da drauf. Ja, wo setze ich den hin? Die weibliche Gladi setzen wir natürlich auf den rechten Bereich der Map. So, jetzt wird sie gleich einmal gezündet. Nein, sie hat ihn nicht ganz hingekriegt, den Inferno-Turm. Das war eigentlich mein Plan. Der König ist im Radius vom Inferno-Turm, das ist natürlich auch eklig. Aber ey, wir haben schon 85%. Besser als nichts. Königin schafft es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Sie muss da irgendwie rauskommen. Es werden keine 100%, aber wir sind nah dran. Ja, jetzt geht sie auf die Mauer. Okay, ich werde sie aufsparen. Wir sparen sie auf. So, 92%, besser als nichts. Läuft ja halbwegs gerade. Und das war der Punkt. Was war der wievielte Punkt? Wer hat mitgezählt? Lehrer Fred fragt ab. Läuft sogar aktuell, ne? Immer gesteigert. Läuft sogar aktuell. Ja, wer hat mitgezählt? Der wievielte Punkt war es? Und haben wir überhaupt noch einen? Ja, einen Punkt haben wir sogar noch auf meiner Liste. Und zwar, der DBS war, wir bilden jetzt mal irgendwas anderes aus. Mal wieder ein bisschen Lavalunion, aber extrem. Extrem Lavalunion. Ich habe jetzt 22. Ja, das passt so. Zack, zack. Warte mal. 2, 3, 5. Mehr davon ruhig. Warum nehme ich aktuell so viele mit? Einfach, weil ich ein bisschen Dunkles einsparen will, damit ich meine Saisonbank füllen kann. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Im Endeffekt ist es schwachsinnig. Aber wir können ja mal drauf gucken. Es gibt noch einen Angriff im Clankrieg und dann erzähle ich euch noch den letzten Punkt. Erstmal greift Dari 8 unsere Julia an und wir gucken mal drauf. Mein Stuhl richten. Also, der letzte Punkt auf meiner Liste sind Clangeschenke. Clangeschenke kommen immer mal wieder ins Spiel und sie bedeuten, du kaufst diese Clangeschenke im Shop und dann bekommt dein Clan dafür Geschenke. In unterschiedlicher Form. Zum Beispiel kaufst du ein Paket und dann bekommen 20 Leute aus deinem Clan jeweils 5 Juwelen, die sie sich im Clan-Chat abholen können. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Und ich verstehe nicht, warum sie das nicht dauerhaft machen. Das ist so eine Sache im Spiel, die eigentlich fast alle feiern. Denn es gibt viele Leute, die sich dann immer Gems kaufen. Und wenn der Clan dann dadurch profitiert, finde ich, ist das eine sehr coole Sache. Warum macht man das nicht dauerhaft? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber das weiß wohl nur Supercell selber. Und läuft gar nicht mal so ganz so gut, finde ich, bisher. Oh, der eine Eisgolem ist durch die Luft geflogen, das ist auch nicht schlecht. Jetzt kommt gleich die Clanburg raus von Julia. Ja, 3 Eisgolems. Das wird ordentlich aufhalten. Allerdings ist das Rados jetzt auch schon kaputt. Ja, der Kollege hat schon den Warden gezündet. Die Gladi oben wird nicht mehr lange leben, glaube ich. Kann sie zwar noch zünden, das Katapult ist auch noch... Oh, da kommen noch Hawks raus. Okay. Es werden 2 Sterne. Es werden also 2 Sterne. Die Gladi hat sehr, sehr lange überlebt. Die Gladi hat echt sehr, sehr lange überlebt. Es werden 2 Sterne. Von Dari 8 gegen Julia. Und dann gibt es ja noch einen Punkt, der eigentlich gar nicht auf die Liste gehört. Ich will ihn trotzdem noch mit drauf machen. Benutzt meinen Creator-Code MBF. Dann bekomme ich eine kleine Vergütung, immer wenn ihr etwas im Shop kauft. Das bringt euch zwar keine Gems umsonst, aber ich verlose ja immer mal wieder was. Zum Beispiel letztes Mal habe ich für, ich glaube, 300 Euro waren es, glaube ich sogar. 300 oder mehr? Ich glaube 300 Euro, 300 irgendwas, 350 glaube ich. Habe ich Google Play und iTunes-Karten verlost. Und das ist ja dann auch im Endeffekt so etwas wie Gems umsonst für euch. Also, wenn ihr das wollt, gebt gerne meinen Creator-Code MBF ein. Läuft leider alle 7 Tage ab.
Das ist ein bisschen blöd. So, der Gegner schafft es jetzt hier nicht mehr. Und ich würde sagen, wir machen zum Abschluss dieser Episode nochmal einen kleinen Nachtdorf-Angriff. So, damit ich mich noch ein bisschen rehabilitiere. Denn zuletzt hat es eigentlich immer ganz gut geklappt im Nachtdorf. Nur gerade nicht. Oh, die ist, glaube ich, gut, die Base. Ich glaube, die kommt mir sehr gelegen. Und zwar, ich setze einen da hin. Der Rest nach da. So. Weiter. Einen da hin. Du noch da. Was ich natürlich jetzt machen möchte, ist, ich möchte möglichst das da kaputt kriegen alles. Erstmal die Kanone. Und dann natürlich gleich direkt noch den Megatesla. Das wäre auch geil, wenn ich den Megatesla noch kriegen würde. Das wäre natürlich super. Megatesla, also die Kampfmaschine läuft vorbei. Kampfmaschine läuft einfach mal vorbei am Megatesla. Der Megatesla lebt dadurch immer noch. Das ist natürlich richtig ärgerlich einfach nur. Aber ich habe gesagt, die Base kommt uns sehr entgegen, weil da ziemlich viel am Anfang an Verteidigung auf einem Fleck war, die für die Schweine natürlich einfach perfekt waren. Keine Luftabwehr da großartig am Anfang gewesen, sondern halt wirklich Sachen, wo die Schweinchen ordentlich zulangen können. Wie zum Beispiel Kanone, Doppelkanone, Bogenturm, Tesla, Megatesla. Das sind Sachen, da freuen sich die Schweine. Und jetzt wird gleich der Lavawerfer auch noch explodieren. Oh, er ist so kaputt gegangen. Und dann haben wir 66% geholt, was ich eigentlich schon mal ganz solide finde gegen unseren Kollegen aus dem Nahen Osten. Mal gucken, was er macht. Hoffentlich... Er hat noch fast gar nichts gemacht. Er probiert es mit Luft. Jetzt sind hoffentlich gleich seine ganzen Ballons kaputt. Das wäre natürlich geil. Ja, die Ballons sind kaputt. Oh, der Brutzler macht ordentlich Radauts. Er hat 49%, war es aber, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er das noch hinkriegt. Nein. Er wird sich die Meisterhütte nicht schnappen. Und dadurch ist es jetzt vorbei. Ja, wir haben gewonnen. Immerhin noch ein bisschen rehabilitiert hier in diesem Angriff. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und gerne meinen Creator-Code eingeben, MBF. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.